Der Titel der 150. Ausgabe von Handwerk Spezial erlebt seine Geburtsstunde hier, in den Ausbildungswerkstätten für Zimmerer im Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz. Wo Lehrlinge Grundlagenforschung im Umgang mit Holz betreiben, bereitet Zimmerermeister Edelbert Lemke einen über 200 Jahre alten Eichebalken auf seinen Weg ins Rampenlicht von Handwerk Spezial vor. Der Zimmerermeister ist unter anderem Dozent in der Fortbildungsmaßnahme zum Restaurator im Zimmererhandwerk, den die Handwerkskammer in ihrem Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege durchführt. Außerdem ist Lemke seit 1999 in der Meistervorbereitung für den Bereich Fachwerk Denkmalpflege zuständig. Also ein wirklicher Fachmann im Umgang mit Holz und Werkzeug. Und so entsteht in wenigen Minuten gekonnt die 150 für das Titelbild in traditioneller Holzbearbeitung. Der Umgang mit Säge, Stechbeitel oder Hobel gehört zu den Grundlagen, die Edelbert Lemke in der überbetrieblichen Ausbildung bei der HWK an die Lehrlinge weitergibt. Darüber hinaus wird in diesem Beruf natürlich auch mit Hightech gearbeitet. Aber das ist eine andere Geschichte. Die heutige Story handelt vom Titelbild der 150. Ausgabe Handwerk Spezial, der hier in dieser Werkstatt und mit diesem Werkzeug entstand.